Hallo und willkommen zurück bei Fable 3. Wir sind hier jetzt in dem Räuberlager und gehen jetzt mal weiter, um den Hauptmann Saker zu finden. Nicht so schüchtern, Jimmy. Kommt. Ihr seht schon, die Leute halten uns für Jimmy. Unser Hund knurrt zwar, aber sie sind uns erstmal freundlich gesonnen. Also such mal jetzt hier. Ja, gleich. Jimmy kommt gleich. Erstmal wollen wir hier graben. Hund? Los. Ah, jetzt hat er es endlich. Man, er hängt dann da an diesem Baumstamm fest oder so und braucht ewig, bis er findet, was er gesucht hat. Okay, die Leute wollen, dass ich näher komme. Vielleicht ist das gar nicht so eine gute Idee. Schön, Gold gefunden, wunderbar. Okay, wir gehen mal zu denen hin, um keinen Verdacht zu erwecken. Jimmy, zeigt Stills mal, was ihr immer macht. Ihr wisst schon. Was denn? Tja, was denn? Wir verschwinden lieber. Bevor wir jetzt irgendeinen Quatsch machen, hauen wir lieber ab. Zisch ab, dämlicher Köter. Geh nicht zu nah ran, vielleicht hat das verdammte Vieh Tollwut. Wie nennen wir ihn denn? Wie wär's mit Gilbert? Genau, also wir gehen jetzt hier einfach mal weiter, das interessiert uns alles nicht, was die hier Na, Jim, machen. Wart ihr in Brightwall auf Sauftour? Lasst euch bloß nicht einreden, alleine zu trinken sei schlecht. Eine der besten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Also dann mal rein mit euch. Ja, Gerede von bösen Buben. Ich hatte jetzt nichts anderes erwartet. Okay, aber anscheinend können wir die alle austricksen hier und werden nicht erkannt. Das ist schon mal ganz gut. Jimmy, seid ihr es wirklich? Irgendwas ist anders. Hattet ihr schon immer diese Augenfarbe? Hey, Jimmy hat blau-violette Augen wie duftende Lavendelblüten. Das ist nicht Jimmy. Nicht Jimmy! Ah, verdammt. Gar nicht gut. Okay, jetzt erinnere ich mich übrigens an etwas, was ich sowieso gucken wollte. Nämlich, was wir noch für Tränke haben. Ich sehe gerade, wir haben 6-mal Zeitverzögerung und 1-mal Kreaturenbeschwörungstrank. Wir haben aber tatsächlich keinen Gesundheitstrank. Finde ich jetzt ein bisschen ungünstig. Denn wer Fable 1 gesehen hat, wird wissen, wenn man in einem Räuberlager drin ist, dann kommt irgendwann ein fetter Showdown. Das wird doch jeder andere wissen, auch jeder, der nicht Fable 1 geguckt hat. Aber da haben wir gegen Zwillingskling gekämpft und das hier mit Saker wird ähnlich enden. Da friss mein... Ah, verdammt. Da auf den... Ah, ja, genau darauf. Auf die explosiven Fässer. Aber ich bin jetzt schon recht mitgenommen. Das gefällt mir gar nicht gut. Ah. Wie gefällt euch das? Ja, das gefällt mir sehr schlecht. Ach ja, wir nehmen jetzt einfach einen Trank. So, Zeitverzögerung. Schön in das... verlangsamte Schwert reingelaufen. Also man kann sich natürlich auch in aller Ruhe umbringen, nicht wahr? Wenn da einer sein Schwert hinhält, kann man auch reinlaufen, wenn Zeitlupe aktiviert ist. Also so ist es ja nicht. Das hier mit der Energie in Fable ist jetzt übrigens so, dass wir jetzt ziemlich angeschlagen sind. Soweit war es, glaube ich, noch nie gekommen. Und die Energie regeneriert sich jetzt tatsächlich nicht, bis der Kampf zu Ende ist. Und wenn der Kampf zu Ende ist, dann haben wir sofort wieder volle Energie. Ihr seht aber, wir haben halt keine Energieleiste. Wir wissen nicht, wie viel wir noch aushalten, aber es sieht so aus, als ob es nur noch ziemlich wenig ist. Wir sollten uns schleunigst irgendeine Taktik ausdenken, weil die Räuber hier sind uns überlegen. Wirklich blöd, dass ich keinen Gesundheitstrank habe und hier wird man auch kaum was kaufen können. Und der Typ nervt mich da auch. Ja, schmeckt mein Feuerball. Ach, Mist. Okay, ganz doof. Also irgendwie konnte man auch zielen. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie das geht. Haben wir getroffen? Aber hier scheint noch irgend... Nee, das Bild wird wieder farbig. Okay, das waren alle Gegner. Gut. Gehen jetzt einfach mal weiter. Ich weiß jetzt auch nicht, wo es lang geht. Ah. Da, genau. Die Knarre raus. Ha, sehr cool. Ich glaube aber, man kann einfach mit den... Genau. Also einfach hier nach links oder nach rechts lenken und dann wählt man ein Ziel aus. Also gar nicht mit extra Tasten, sondern einfach nur die Richtung wechseln. Das ist eigentlich einfach und eingängig. Sollte jetzt eigentlich keine weiteren Probleme schaffen. Jimmy war mein Freund. Sterbt! Jimmy war mein Freund. Was bist du denn für einer? Jimmy war mein Freund. Und der andere... blau-violette Augen. Wie der Morgenhimmel. Was hat er gesagt? Ich habe schon wieder vergessen. Irgend so ein Weichei-Gelaber. Also sehr komisch. Jimmy scheint echt beliebt gewesen zu sein. Finde ich ja alles sehr amüsant hier. Ah, da kommen gerade Mieten. 403? Kommt mir ziemlich wenig vor. Ich hatte die doch auf hoch gestellt, ne?
Ein guter Bürger, böser Vermieter. Oder habe ich die wieder auf Mittel zurückgestellt? Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Aber ich wäre der Meinung gewesen, ich habe die wieder auf Hoch zurückgestellt. Weil ich viel Geld brauche und das bisschen böse sein, das ist es einfach wert. Weil wir das Geld brauchen. So, jetzt laden wir mal richtig auf hier. Machen wir noch einen. Geht nicht noch einer? Ich glaube noch eine Stufe geht noch. Da, oh, ja. Ums. Aha! Großartig. Na, versteck dich da mal. Dumm gelaufen, Junge. Ja, eiskalt über die Balustrade gesprungen. Oh. Da war aber eben unser Hund. Hallo. Ach, da. Sehr schön. Immer so ein... dieses kleine Logo und das Wort darunter. Ansonsten würde ich den oft nicht finden. Vielleicht finden wir einen Gesundheitstrank. Das wäre sehr hilfreich. Gold. Ach ja, da werden wir jetzt gleich mal hier nachgucken. Ah, hallo. Da gucken wir jetzt einfach mal in Brightwall auf unser Haus. Das ist hier mit einem kleinen Schild markiert, oder? Ist es doch eigentlich. Hä? Moment, was hatte ich denn gekauft? Ich hatte doch Haus der Last. Ach ja, genau. Hier seht ihr ja diese kleine Fahne mit dem Schlüssel drauf. Miete anpassen. Steht auf hoch. Nee, ist alles in Ordnung. Okay. Wir wollten aber hier mal reparieren. Dafür hatte ich ja, glaube ich, gespart. Also alles reparieren. Die Reparatur aller eurer Häuser kostet 1.199 Dollar. Gold. Geld. Wie auch immer. Egal. Machen wir. Das ist leider Gottes wichtig. Ich hoffe nur, wir werden schnell mehr Geld verdienen, als wir zur Instandhaltung unserer Häuser brauchen. Ansonsten ist es ja recht witzlos. Wenn wir die Miete kassieren und dann müssen wir alles wieder reparieren und es wieder zunichte. Und hier, oh, hier kommen jetzt wieder Wölfe aus den Käfigen. Haben wir ja am Anfang gesehen, die hatten da Hunde gefangen gehalten. Aber jetzt kommen hier Wölfe raus. Hunde wären wahrscheinlich nicht so gefährlich. Aber auch gut, mit Wölfen kennen wir uns ja aus. Obwohl das hier so eine hellen Wölfe sind, die halten viel mehr aus irgendwie. Fast wie Balverine. Keine Angst, wir werden Balverine noch begegnen. Kommt noch. Kein Fable ohne Balverin. Oh, das war ich nicht. Ich bin unschuldig. Der mit so einem riesigen Hackbeil ist ja Wahnsinn. Und ich sehe jetzt auch gerade, das habe ich vorhin schon bemerkt, oder war der Meinung, dass es so ist, wenn wir hier ein explosives Fass angreifen, dann werden wir nicht getroffen von der Explosion. In Fable 1 war das noch anders. Da haben wir dann selber auch Schaden genommen, aber da, ich stehe genauso wie vorher da ist. Hat sich überhaupt nichts geändert. Das ist natürlich sehr gut. Das stört uns nicht weiter. Können wir uns sehr schön zunutze machen. Ich probiere das hier jetzt nochmal. Ja, so kratzt die überhaupt nicht. Zerstampft da das Fass wie ein großer Held. Und läuft danach einfach so weiter. Das finde ich super. Also gar kein Grund hier auf Distanz zu gehen. Einfach mitten rein. Rambo-like. So gefällt mir das. Aber wir haben halt noch ein ziemlich schwaches Schwert. Hatte ich ja auch schon gesagt. Da brauchen wir auf jeden Fall Verbesserung. Oh, sie soll bluten. Seht ihr, das ist auch was Besonderes, sogar heute noch in Spielen, dass sie überhaupt das richtige Geschlecht verwenden, wenn sie einen ansprechen. Das habe ich vor allem in Borderlands 2 gemerkt, wo die Gegner immer sie sagen. Und wahrscheinlich damit die Kammerjäger meinen. Also wenn man im Multiplayer ist, dann stimmt das sie ja wieder. Aber wenn man alleine mit einem männlichen Charakter rumläuft, ist immer ein bisschen komisch. Zeitverzögerungstrank. Und noch einer. Und noch einer. Oder hat jetzt hier die Eingabe gehakt und es war nur einer. Komisch, ich habe dreimal gedrückt. Wer weiß, ob ich jetzt drei bekommen habe oder es war nur einer. Ich weiß es nicht. Ist es auch schwierig rauszufinden? Ich glaube, dazu muss man in den Unterschlupf zurückkehren. Und was ist das? Söldner-Rückentätowierung. Ja, das brauchen wir nicht. Aber wir gehen mal in den Unterschlupf. Willkommen im Unterschlupf. Okay, hier wird es jetzt nicht angezeigt, aber vielleicht im Kampfsaal. Die Waffenkammer auch nicht. Oder Waffenkammer, wie auch immer. Nee, wird einem nicht angezeigt, was man für Tränke hat. Es gibt ja auch kein Inventar, also wir können nicht wirklich drauf zugreifen. Hm. Also man kriegt es nicht raus. Lasst sie. Meine. Ihr habt schon viele ermordet. Ihr gehört jedenfalls nicht zu Sabines Vagabunden. Das ist sicher. Aber ihr sterbt wie sie.
Okay, ihr seht hier. Eine Art Molotow-Cocktail. Und ansonsten kämpft er, glaube ich, mit bloßen Fäusten. Er ist also, wenn man sich das so erstmal anguckt, sieht er ziemlich schwach aus. Was ist jetzt los? Den kann ich ja richtig vermöbeln. Haha. Mal gucken, ob das so einfach bleibt. Ah, nee, jetzt seht ihr. Besser mit der Waffe zu blocken als mit dem Kopf. Donnerwetter. Also jetzt haben wir ihm schon eine gehörige Portion Schaden zugefügt. Da kriegen wir noch ein bisschen Miete. Wunderbar. Und jetzt kommen hier schon die anderen Räuber dazu. Das wird ein paar Mal passieren. Immer wenn wir ihm eine bestimmte Menge an Schaden zugefügt haben. Wieder mal keine Anzeige in irgendeiner Art. Also keine Energieleiste, keine Schadensanzeige. Wir können also nicht herausfinden, wie viel Schaden wir ihm wirklich zugefügt haben. Das ist natürlich sehr ungünstig. Das kommt dann immer so weit, dass man sich fragt, habe ich ihn jetzt überhaupt getroffen? Bringt es überhaupt was? Oder müsste ich irgendwas anders machen? Ich komme jetzt hier ziemlich in Bedrängnis. So früh schon. Ich werde mal hier Kreaturen beschwören. Oh, erstmal ausweichen hier. Da macht sich eine Flugrolle deutlich besser. Ich glaube, der kommt doch später. Genau, mit diesen Bodenwellen, mit so einen Schockwellen. Das ist wie unser Umgebungsangriff. Okay, also das bringt ja irgendwie fast gar nichts. Meine Tierchen greifen den so gut wie gar nicht an. Ha, aber er ist abgelenkt. Das ist schon mal ganz gut. Oh, aber das Feuer im Boden verletzt mich trotzdem. Natürlich auch nicht so günstig. Wirklich blöd, dass ich keinen Gesundheitstrank habe. Ihr werdet in diesem Kampf wahrscheinlich sehen, was passiert, wenn man in Fable 3 stirbt. Es ist ganz absurd und hat auch einen Grund, warum es so ist, wie es ist. Ich finde es aber nicht unbedingt sinnvoll. Ihr habt nicht viel, aber ich nehme es trotzdem. Da! Na gut. Also unsere Kampffertigkeiten sind auch noch sehr bescheiden. Da müssen wir noch dran feilen. Wir werden noch einige Male zur Siegestraße zurückkehren. Ich bin der Meinung, sogar direkt nach diesem Kampf. Oh, aber wir sehen, die Gesundheit hat sich wieder regeneriert. Also es dauert sehr lange, aber wenn man lange genug überlebt, dann wird man wieder gesünder, auch im Kampf. Und der Kampf hier gegen Saker ist einer, da muss man eigentlich nur weglaufen. Und mit der Zeit wird man Gesundheit regenerieren. Ist unehrenhaft, aber er ist zu langsam, um einen wirklich zu erwischen. Wenn man nicht selber auch auf Kollisionskurs geht, dann wird man wahrscheinlich nie Schaden nehmen. Ah, wenn er durchs Feuer läuft, dann macht es ihm nichts aus, ja? Ah, dieser Schlag immer. Wenn er ihn immer so zurückschlägt, das geht einfach zu schnell. Man kann sofort ausweichen, wenn er blockt. Ah, doch. Und dann klappt es gerade so. Ich weiß nicht, ob jetzt die letzten Zuschauer auch noch runterkommen. Das könnte sein. Ah. Sehr schön. Warte mal. Zeit anhalten und ihm dann richtig den Arsch versohlen. Ja, friss mein Schwert. Und zwar die volle Länge. Großartig. Seht ihr, jetzt kommen wieder neue Räuber. Wieder ein Zeichen dafür, dass wir alles richtig gemacht haben. Irgend sowas. Irgend so ein Anzeichen braucht es ja. Ja, die Räuber werden anscheinend auch nicht durch das Feuer verletzt. Bisschen schade. Ich finde solche Sachen, wenn jetzt der Angreifer nicht davon verletzt wird, na schön. Aber alle anderen sollten das eigentlich schon. Finde ich immer ein bisschen komisch, dass es guter Schaden von einem Guten oder dass es Feuer von einem Bösen gelegt. Deshalb werden die Bösen nicht davon verletzt. Finde ich immer ein bisschen albern. Das ist so oldschool-mäßig. Das ist genau das gleiche wie früher in den Mario Jump'n'Runs, wo man Schaden genommen hat, wenn man den Gegner nur berührt hat. Das heißt also, der Gegner ist mächtiger, oder wie? Wenn eine Berührung ausreicht, um den Helden zu verletzen oder zu töten, dann ist der Bösewicht für mich viel mächtiger, weil er nur eine Berührung braucht und wir brauchen einen Angriff. Das ist ja heute auch nicht mehr so. Deshalb würde ich eigentlich es schön finden, dass die Räuber hier auch von dem Feuer verletzt werden und auch von diesen Druckwellen. Aber das war's ja. Ihr gewinnt. Das ist euer Kampf. Tötet mich oder lasst es. Ihr habt die Wahl, meine Männer wissen das. Wir sind zwar nur Söldner, aber auch wir haben einen Ehrenkodex. Wie andere Soldaten. Wir verschonen die Vagabunden. Unabhängig davon, was ihr tut. Das ist das Versprechen eines Kriegers. Das ist doch was. Und mit diesen Worten haben wir keinen Grund, ihn niederzustrecken. Die Zigarre aus dem Maul gekloppt.
Sehr schön. Massig Gildensiegel bekommen und da ist das Portal. Zur Siegesstraße. Ein weiterer Schritt in Richtung der Verbündung mit den Vagabunden. Ich weiß gar nicht, ob jetzt noch was fehlt oder ob das war. Ein weiterer Schritt auf eurem Weg zur Herrschaft. Miete. Dass ihr Seka verschont habt, hat viele seiner Anhänger gewonnen. Die Kunde eures Mitgefühls und eurer Stärke verbreitet sich. Gut, Seta hat was Gutes. Stehen wir hier mit Bart. Ist das doof, also das werden wir schleunigst ändern müssen. Jetzt gucken wir erstmal, was hier ist. Liebhaberausdrucksmittel. Na, brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Familienpaket, Heirat, Haus kaufen, Kinder kriegen. Das sind Ausdrucksmittel. Schmieden auf Stufe 2. Oder Konditor auf Stufe 2. Oder Laute auf Stufe 2. Dann gewinnt man da mehr Geld und die Dinger werden schwerer. Und hier haben wir dann wieder Nahkampf, Fernwaffen und Magie. Und ich will auf jeden Fall Magie machen. Magie ist mir viel zu schwach. Und da wir es uns leisten können, werden wir da auch gleich Nahkampf machen. Es ist ja nicht so teuer und wir haben genug Gildensiegel, um es uns leisten zu können. Also warum nicht? Also nehmen wir hier einfach nochmal den Nahkampf. Die Fernwaffen benutze ich gar nicht. Habe ich vorhin jetzt mal so aus Spaß ein paar Mal abgedrückt, aber es bringt mir viel zu wenig. Das ist irgendwie doof. Yeah. Ratzelndes Schwert. Und dann nehmen wir hier noch Konditor, weil ich das am liebsten mache. Die anderen Sachen mag ich nicht so gerne. Konditor finde ich irgendwie lustiger. So, muss ich nur wieder reinkommen mit dem A, X und Y. Da bin ich momentan nicht so sehr drin, wo die Tasten sind. Deshalb habe ich mich beim letzten Mal ziemlich angestellt.